0 zu 25, 0 zu 15 oder 1 zu 14. Woche für Woche teils heftige Pleiten. Leute, Hand aufs Herz, wer hätte da noch Bock auf Fußball? Aber genau das ist gerade Alltag für A-Ligist SV Italia Wiesbaden. Mit 0 Punkten und 186 Gegentoren ist Italia aktuell die einzige Mannschaft in Wiesbaden ohne eigenen Zähler. Die personelle Situation ist nach vielen Abgängen im Sommer teils so gravierend, dass viele alte Herren oder Spieler ohne Liga-Erfahrung ran müssen. Und die Pleitenserie, die nagt natürlich auch an den Spielern, erklärt Vorsitzender Roberto Barbuto. Es gibt keinen ehrgeizigen Spieler, der eine Niederlage einfach so wegsteckt. Natürlich ärgert das einen. Aber wir haben ein großartiges Trainerteam, das die Jungs wieder aufbaut. Aufgeben, das ist aber keine Option beim SV Italia, macht auch Trainer Salvatore Napoli deutlich. Die Niederlagen, die wir kriegen, sind sehr, sehr frustrierend. Wir sehen Licht am Tunnel hinten und konzentrieren uns auf die Rückrunde, dass der Verein nicht zumacht.